Ja, willkommen zu einer neuen Mission. Wieder mit unserem Flak-LKW. Wir wollen hier mit einer Panzerkolonne zusammen in Veliki Luki einlaufen. Der Angriff wird behindert von der. Ach so, ich wollte euch das noch zeigen, ne? So, wird behindert von der Luftwaffe. Und da geht es darum, mit unserer Flak das Ganze himmelseitig zu unterstützen. So, Pause raus, anschmeißen. Freimachen das Ding auf. Den Sitz setzen, assign targets, attack air targets at will to crew. Und dann sagen wir Ihnen gleich schon mal hier, Fire Control, Feuer frei to crew. So. Dann sollten wir jetzt eigentlich, Spiegel sind abgeklappt, dann sollte das eigentlich mal langsam losgehen. Da, die fahren los. Das sind KV-1, die wir hier, mit denen wir hier zusammenfahren. Also, selbst im Tiger nichts mehr, wo man mal eben den feindlichen Beschuss weglächeln kann. Die hauen schon rein. KV-1 war auch, glaube ich, der Panzer, wo ein Michael Wittmann dann in der Abwehrschlacht in Berlin dann zerstört wurde. Ja, die Reparaturpunkte, die sollen dann wohl wieder hier an der Seite sein, wo die LKWs stehen. Und wir bleiben mal bei dem Laster, ups, bei dem Panzer. Haben nichts in der Luft. Erstmal. Ist auch ein bisschen rutschig. Ist ganz lustig. Irgendwas knallt hier. Und irgendwas. U-52, da schießt schon eine Flak immer fleißig gegen die Bäume. Und wir hoffen mal, dass er jetzt mal das Feuer öffnet. Jawohl. So ist fein. Ja, vom Baum. Da kommen Jungen, die sind langsam, die kriegst du. Treffer. Weiter, komm. Ja. Die werden wohl Fallschirmspringer. Die tun Fallschirmspringer. Ein. Das ist ja nicht so viel. Oh, die Judy stürzt ab. Da springen dann noch welche raus. Und noch eine Lage. Komm, weiter, 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 weiter. Oh, die brennt. Ja, da haben wir uns gut hingestellt. Beziehungsweise stehen geblieben. Komm, schieß, 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 schieß. Und weiter. Das sind ja wirklich easy Targets. Oh. Der dreht nochmal eine Kurve. Der ist ja.
So, jetzt wollen wir aber nicht den Anschluss komplett verlieren hier. Wir müssen noch ein bisschen was tun. Stukas. Ja, ich denke mal, die setzen falsche Sprünge ab, die Jus. Ja, zu weit weg. Da haben wir unseren ersten Kriegsgefangenen hier da hinten. So, ich schau mal ein Stück vor. Oh, die Panzer schießen schon, dann bleibe ich mal ein bisschen dahinter. Wer weiß, was da unterwegs ist. Mit null Panzerung muss man da keine Heldentaten vollbringen, weil hier fliegen schon die Klüngel. Aber wir stehen ganz gut in so einer Kuhle hier. Dann werden wir uns mal um. Alter Schwede. Oh. Ich suche mir mal Deckung. Das sieht ja auch irgendwo nach Flak aus, ne? Könnte man die nicht auch mit unseren Mitteln hier bearbeiten? Der guckt sich weiter die an. Wenn ich ihm jetzt sage, er soll mal Bodenziele angreifen, aber das ist halt nicht unser Job, ne? Aber das ist mir alles ein bisschen nah hier, was hier rumfliegt. Der Schwede. Wären wir da stehen geblieben? Wäre es das gewesen? Ja, Schießversorgungs-LKW. Wenn ich ihm sage, du sollst mal auf der Erde angreifen, was machst du dann? Tust du dann was? Nö. Wir machen das jetzt mal. Nicht hinsetzen, ist noch Krieg. So. Da können wir doch uns ein bisschen ausrichten. Und mal selber. Ah, guck mal, wir müssen den LKW noch schräg stellen hier. So, jetzt kommen wir runter. Ach, Scheiße. Na, Rückwärtsgang, auf geht's. Auf 700 Meter. Ach, guck mal. Na? Auf jeden Fall haben wir diese Flak da. Welche macht. Aber ich will mal nicht weiter stören. Und du kümmerst dich wieder um Flugzeuge. Attack air targets at will to crew. Oh. Mach. Wir müssen aber wieder daher fliegen, ne? Pass auf. Dann fahren wir hier mal rum. Ich muss da jetzt nicht direkt vor den rumfahren, da. Ist für den Richtschützen jetzt nicht so toll, da um die Bäume zu fahren. Weil der sieht nichts. Oh, dieses Geier. Ein Schlitten! Ha, Kriegsschlitten. Oh ja. Gelände ist auch nicht sein Fall hier. Und da dann auf die freie Fläche, da können wir dann wieder ein bisschen uns um die Flugzeuge kümmern. Ja, wir haben die Stadt jetzt so ein bisschen umzingelt. Aber die Fallschirmspringer da, die da abgesetzt wurden, die werden wahrscheinlich noch für Miss. Oh. Das ist nicht gut. Rückwärtsgang, komm weg hier. Panzer da vorne. Da bleiben wir mal hier. Weil die beiden, die qualmen schon. Der hat die Kette kaputt da, der wird wieder getroffen. Ja, die hauen die kaputt. Da brauchen wir gar nicht weiterzufahren. Eieiei. Dann würde ich mal gucken, ob ich da auch was helfen kann. Da ist ein Panzer.
Ich meine, wir haben auch panzerbrechende Munition. Wir brauchen nur genug reinschießen, dann soll das schon gehen. Dass wir zumindest, wenn da irgendwelche Haubitzen stehen oder so. Ah, das wird ein Panzer sein, da können wir nicht viel machen. Was haben wir da denn? Auch ein Panzer? Das ist ein Abpraller gewesen. Ich geh mal weg, mach du mal Luft. Das ist... Müsste man mal diese Fire-Control-Geschichte da so ein bisschen... Hier, da sind Targets, Tüdi. Hau rein. Habe ich ihm irgendwas von Feuer gesagt? Fire Control. 7 zu Crew. Richtschütze Feuer frei. Ja, da muss ich doch nichts mehr zu sagen. Ist jetzt ein bisschen verfahren, die Situation. Ja, den hat es komplett erledigt. Ja. Aber wenn das Panzer 4 sind, dann haben die natürlich schon wieder Probleme, jetzt durch den KV durchzukommen. Ne? Na, die Beschießten kriegen ja nicht kaputt. Haben irgendwas ein Flugzeug abgeschossen? Ja, Claudio. Und ein Luftabwehrgeschütz, das war da hinten gerade. Flugzeuge sind nicht viel da, dann werde ich das mal wieder übernehmen und werde mal gucken, ob ich da irgendwo noch was tun kann. Bei den Panzern kommen wir nicht durch. Da auf 500 Meter ist auch noch was. Das sind alles Panzer, da kann ich mit meinem kleinen Mumpel nichts tun. Dass ich hier vielleicht nochmal das eine oder andere Luftabwehrgeschütz kaputt mache. Aha, na, ist so weit weg. So weit weg, komm nicht ran. Ah, guck mal. Bäume. Bäume. Ja, Bäume sind nicht so schön. Nee, oh, das ist nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie komme ich denn hier wieder zurück? Dann lasse ich ihn mal wieder schießen. Ja, jetzt macht das auch, oder? Warum schießt er nicht mehr? Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein Mist? Assign targets. Assign air targets. To crew. Der will nicht mehr. Der hat sie gesagt, wenn du mir ständig rumfummelst in meiner Maschine, dann kannst du die Scheiße alleine machen. Fallen schon alles. Ja, die kommen da nicht durch bei den Panzern, ne? Das kannst du knicken. Wir müssen hier weg. Da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Ja, die stehen auch gut, ne? Da ist ein Panzer. Ah, wir kommen da nicht durch mit unseren Granaten. Das kannst du knicken. Da schießt was, da explodiert was. Ich komme nicht durch. Da steht Zug. Oh, das ist aber doof, dass mein Männchen nicht mehr arbeitet hier. Muss ich sagen. Das machen wir immer selber. Ja, wenn die um die Bäume fliegen, ne, dann kannst du das vergessen. Die klären auch nur noch auf. Die haben wahrscheinlich ihre Bomben geworfen. Und machen nur noch Aufklärung. Darum sind die jetzt auch keine große Gefahr, finde ich.
Oh, guck mal, da haben wir ihn. Wir haben ihn einmal erwischt. Das war schon ein Treffer. B110. Da kommt was Neues, da kommen. Die haben wir Bomben dabei. Jagdbomber, FEs. Aber Mission komplett. Das war wieder eine Zeitgeschichte, aber. Nix zu machen, nur Mist. Da kommen Bomben geflogen. Alter, ich hab's ja noch gesehen. Das war ja klar, dass die Bomben schmeißen, ne? Jetzt müssen wir mal was zum Reparieren finden. Ich hab die Bomben. Ich habe die Bombe noch so im Augenwinkel gesehen. Auf geht's. So kannst du am besten fahren hier. Scheiben kaputt. Je, oh je. Oh, da kommt mehr. Also wenn man die Mission fertig auf einer Zeit hat, wird es echt haarig, denke ich. Müssen noch irgendwo Versorgungsgeschichten stehen. Ja, wie gesagt, der Angriff auf die Stadt ist wohl. Ja. In die Hose gegangen. Aber wir haben die Mission zum Glück geschafft. Ja, da haben sie uns nochmal einen mitgegeben, ey, alter Schwede. Also, das reparieren wir jetzt nicht mehr, ne? Ja, ich muss mir noch. Das habe ich jetzt nicht mehr verstanden, warum der dann irgendwann nicht mehr geschossen hat. Da war die KI so ein bisschen von der Rolle. Aber Mission erfüllt. Gut getötet, aber wir sind ja nur im. Sind ja nur einzelne Missionen, da ist das nicht so schlimm. Ja, würde ich sagen, dann ist es mal fertig für heute und die nächste Mission kommt bestimmt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut und ciao.